Hallo Mädels, kannst du dir vorstellen, deinen Boyfriend mit einem Roboter auszutauschen? Nein? Du wirst aber bald keine andere Wahl haben. Und warum dies so ist und wie genau deine Zukunft schon sehr bald aussehen wird, erkläre ich dir in diesem Video. Nein, der exotische Videotitel Deus Ex Machina ist kein Versuch meinerseits, den Suchalgorithmus von YouTube und deren künstlicher Intelligenz zu überlisten. Vielmehr kommt er von den alten Griechen. Diese waren nämlich nicht blöd, schon in den geradezu prophetischen Werken Euripides und Chrysostomos 400 vor Christus wurde der Deus Ex Machina als der Gott aus der Maschine bezeichnet und kam als Maschinengott, meist als Frau verkleidet, oft in antiken Theaterstücken vor, um plötzlich auftauchend diverse Konflikte in Dramen zu lösen. Die auch von Shakespeare, Molière und auch Brecht aufgenommene Metapher der griechischen Antike faszinierte Menschen aller Epochen von jeher, und obwohl viele dieser Werke für unseren heutigen abgestumpften Verstand viel zu komplex sind und viele von euch langweilen mögen, so finden sie sich dennoch immer wieder versteckt in vielen Hollywood-Filmen, die auch ihr euch gerne anseht, immer wieder Einzug in die Populärkultur und faszinieren dann auch euch. So habe ich mir vor kurzem den populären Hollywood-Film Ex Machina mit Alicia Vikander angesehen, der vor circa 1,5 Jahren im Kino war. Der Film hat mich sehr berührt, aber auch sehr nachdenklich gestimmt und vor allem viele Fragen aufgeworfen, die ich unbedingt in einem Video verarbeiten wollte. Kurz gesagt, in dem Film geht's um künstliche Intelligenz. Ich habe dies ja bereits in meinem letzten Video angekündigt und ja, es wird einige Film-Spoilers geben, doch ich versuche nicht allzu viel vom Film zu verraten. Der beste Programmierer der weltgrößten Suchmaschine wird ausgewählt, um an einem geheimen Experiment teilzunehmen. Er soll den Turing-Test ausführen. Dieser aus Fragen bestehende, in der Wirklichkeit tatsächlich existierende Test soll aufzeigen, ob ein Computer oder eine künstliche Intelligenz beispielsweise ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hätte. Im Zuge dieses Tests, der nicht nur in diesem Film gezeigt wird, sondern auch in der realen Welt Forscher an künstlicher Intelligenz durchführen, führt ein menschlicher Fragesteller über eine Tastatur und einen Bildschirm ohne Sicht- und Hörkontakt mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern eine Unterhaltung. Ganz so wie in einem WhatsApp-Gruppenchat. Der eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere aber eine Maschine, eine künstliche Intelligenz. Beide versuchen, den Fragesteller davon zu überzeugen, dass sie denkende Menschen sind. Wenn dem Fragesteller nach der intensiven Befragung nicht klar sein sollte, welcher von beiden Gesprächspartnern die Maschine ist, hat die Maschine den Turing-Test bestanden und es wird der Maschine ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt. Dies soll auch der Hauptdarsteller Caleb machen und er wird also in das in tiefster Einsamkeit liegende Versuchslabor des bösen Suchmaschinengründers geflogen. Und Caleb lernt schließlich das Versuchsobjekt Eva kennen, einen weiblichen Androiden, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz. Caleb soll mit Hilfe abstrakter Fragenstellung herausfinden, ob Eva tatsächlich nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden ist und soll feststellen, ob Eva ihm das Gefühl gibt, tatsächlich über ein Bewusstsein zu verfügen. Es kommt, wie es kommen muss, Eva erscheint natürlich perfekt und Caleb verliebt sich in sie Hals über Kopf, denn sie zeigt bei seinen Fragestellungen größtes Interesse an ihm und suggeriert großes Interesse an seiner Freundschaft. Sie wünscht sich, die Welt da draußen zu erkunden, einen Partner zu haben und sie bittet ihn schließlich, ihr Freund zu werden. Caleb willigt freudigst ein. Doch Calebs böser Boss hat andere Pläne mit Eva. Der plant, Eva wieder wegen einiger Fehler auszuschalten und umzuprogrammieren, um so ein besseres Modell zu schaffen. Caleb stellt sich aber gegen seinen üblen Boss und verspricht, Eva zu helfen und sie aus dem Labor zu befreien, um gemeinsam zu flüchten. Mehr möchte ich hier nicht verraten, denn sonst hättest du keine Freude mehr beim Angucken des Films, aber so viel will ich noch sagen. Als die Flucht zu scheitern droht, sieht man in Calebs entsetzten und verblüfften Augen, dass Eva ihn mit eiskalter Miene schließlich alleine zurückzulassen scheint und ohne mit der Wimper zu zucken und ohne Gefühlsregung ihren Plan alleine durchsetzen will. Natürlich gibt's einige spannende und überraschende Handlungswendungen, aber Eva hat den Turing-Test natürlich erfolgreich bestanden, denn sie schaffte es erfolgreich, einen Menschen aus Fleisch und Blut so zu manipulieren, sich in eine Maschine verlieben zu lassen.
Der Film zeigt zwar auch technischen Firlefanz, den es heutzutage wahrscheinlich noch nicht gibt, zumindest nicht offiziell, denn die tatsächlich am Markt vorhandene Technik ist ja meist um 15 Jahre zurück, als in der Tat schon in diversen Labors vorhanden. Der Film liegt wahrscheinlich daher näher an der Realität, als man denkt. Und wen es interessiert, obwohl bereits jetzt KI den Turing-Test zu 60% besteht, das heißt mehr als die Hälfte aller Menschen könnten einen Unterschied zwischen Maschine und Mensch gar nicht mehr wahrnehmen, sagen führende Forscher, dass es noch in etwa bloß 10 Jahre dauern wird, bis KI von einem richtigen Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist. Und weitere 5 Jahre, bis KI tausende Male schneller, besser und intelligenter als jeder Mensch auf diesem Planeten sein wird. Der Film hat mich, wie gesagt, sehr nachdenklich gestimmt und auch ich habe mich gefragt, ob ich mich ebenso in einen Roboter verlieben könnte. Oder ob ich das überhaupt wollte, wenn ich zum Beispiel die Wahl hätte zwischen fehlerhaften menschlichen Partner oder perfekten Android-Traumpartner. Und vor allem, wie sehr sich dadurch meine eigene Psyche verändern würde, wenn ich mich für den Roboter entscheiden würde. Die Vorstellung ist natürlich besonders verführerisch und reizvoll, sowohl für Männer als auch für Frauen. Daher spielen wir das jetzt mal kurz durch. Stell du dir mal kurz vor, der Android deiner Wahl, dem du das Ja-Wort geben würdest, sehe aus wie Harry Styles oder Julian Bam. Oder für die Männer unter euch wie Ariana Grande oder Scarlett Johansson oder wer auch immer euer Traumtyp ist. Ihre Körper würden sich schon jetzt mit dem Stand heutiger Technik anfühlen wie jener eines echten Menschen. Ihre Bewegungen wären nicht von jener eines Homo sapiens zu unterscheiden. Sie wären so programmiert, dich von früh bis spät anzuhimmeln. Sie würden all deiner Monologe geduldigst und stundenlang zuhören und dir ins Ohr flüstern. Bitte, erzähl mir mehr von dir. Du bist so schön, so weise und so intelligent. Und ich fühle mich so glücklich, mit dir zusammen zu sein. Du hättest den wunderbarsten Sex mit ihnen, den du dir nur vorstellen kannst. Stundenlang, ohne Unterbrechung und ohne körperliche Gebrechen. Immer dann, wenn du gerade willst oder auch nicht willst. Es gäbe kein Nicht-Jetzt-Schatz oder ich habe gerade Kopfschmerzen. Du würdest morgens neben deinem Harry oder Julian aufwachen und er würde dich anlächeln und ohne schlechtem Atem einen guten Morgenkuss geben, um dir anschließend das Frühstück ans Bett zu bringen und dir vor der Dusche noch eine Rückenmassage geben. Du müsstest dich nie mehr stundenlang schminken und dich für deinen Partner schön machen, denn Harry würde dich auch so anhimmeln und dir immer und immer wieder sagen, wie toll du nicht heute wieder aussiehst und wie begehrenswert du bist. Und wenn du keine Lust mehr auf ihn hast, dann würdest du ganz einfach den Schalter umlegen und ihn zurück in den Kasten stellen. Oder wenn du Lust auf ein neues Abenteuer hättest, würdest du mit einer App ein anderes Programm downloaden und seine Persönlichkeit ändern. Oder seinen Kopf ganz einfach austauschen, ganz nach dem Motto, mit wem soll ich heute meinen Tag verbringen? Mit Brad Pitt oder lieber mit George Clooney? Bei einem Mädelsabend könntet ihr unter Anwesenheit eurer künstlichen Partner über alle Themen reden, ohne Blatt vor den Mund zu nehmen. Sie würden euch dennoch immer anlächeln. Ihr könntet über eure Androiden lästern und schimpfen oder sie ganz einfach untereinander tauschen und ausprobieren. Klingt toll, oder? Aber warte ab, kommt leider noch ganz anders. In 20 Jahren, wahrscheinlich aber schon wesentlich früher, werden wir Diskussionen im Parlament, im Fernsehen und in den Medien führen, ob es ethisch korrekt ist, dass ein Mensch einen Roboter heiraten kann. Denn der gesellschaftliche Druck wird wachsen, denn immer mehr Menschen werden sich mit den scheins perfekten Androiden vermählen wollen und mit ihnen von Angesicht zu Angesicht leben und arbeiten wollen. Und es wird sogar die Diskussion geführt werden, ob ein Android die gleichen Rechte haben darf wie ein Mensch. Das Uber-Taxi wird längst von einem Androiden gesteuert, der Burger bei McDonald's von einem Androiden zubereitet und serviert. Und schließlich wird die grenzenlos tolerante Politik nachgeben und auch Mensch-Android-Verbindungen erlauben, Babys zu adoptieren. Und wenn du dich dazu entschließt, dich endlich zu reproduzieren und auch das Glück hast, dafür auch die Genehmigung des Staates zu bekommen, so wirst du ganz einfach dank der modernen Genetik in ein Labor gehen und dir per App bequem auf deinem Handy aussuchen können, welche Haarfarbe dein Junge oder auch Mädchen haben wird. Egal, für was du dich dann entscheidest. Du wirst dir aussuchen, welche Augenfarbe es hat
und ob es laut Gene ein Nobelpreisträger werden wird oder doch lieber ein Olympiasieger. Oder vielleicht hast du Lust auf beides? Lieber auf Nummer sicher gehen, wirst du dir sagen. Du wirst dein Baby nicht mehr in deinem Bauch austragen müssen. Denn dank Leihmutterschaft und auch dank modernster Labortechniken wirst du die Anstrengungen einer Schwangerschaft und Geburt nicht mehr ertragen müssen. Und wenn dir dann das Designer-Baby deiner Wahl von einer Drohne von Amazon oder Uber termingerecht an deiner Haustüre abgeliefert wird, so hättest du keine Arbeit mehr mit dem Baby. Du müsstest nicht mehr 3 Uhr morgens aufwachen, um zu stillen. Oder 10 Minuten bevor du dein Haus hektisch für deinen gestressten Job verlässt, doch noch die Windeln wechseln musst. Nein, dies würde ebenso dein Robotermann oder Frau übernehmen. Perfekter, als es jemals ein Mensch zuvor machen würde. Und wenn du spät abends nach Hause kommst, wird dein Abendessen bereits auf dem Tisch stehen und du könntest dich gemütlich vor dem Fernseher setzen oder mit deinen Freundinnen ums Haus ziehen, denn dein Roboter zu Hause wird sich ja perfekt um dein Designer-Baby kümmern. Klingt fantastisch, oder? Eine rosige Zukunft mit Traumpartner und perfekter Freizeiteinteilung, nicht wahr? Aber keine Utopie mehr, sondern eine Zukunft, die wir alle schon sehr, sehr bald mit großer Wahrscheinlichkeit erleben werden. Aber natürlich hat dieses Szenario auch einen großen, gewaltigen Schatten. Denn du bist ja immer noch ein Mensch, mit allem, was dazugehört. Und vor allem mit Emotionen und menschlichen Defekten, die dein Traum-Android Harry nicht hat. Und auch bei deinem perfekten Designer-Baby wird es natürlich Einschränkungen geben. Denn dank explodierender Weltbevölkerung und auch explodierender Kosten für ein aufgeblähtes Gesundheitssystem kommt dein Baby nämlich nicht nur mit genetisch eingebautem Ablaufdatum. Denn eine zu hohe Lebenserwartung wäre zu teuer fürs Gesundheitssystem. Du wirst vom TÜV auch noch eine Umtauschfrist bekommen. Du wirst dich nach einiger Zeit mit deinem Androiden leer fühlen. Du wirst immer mehr ausgefallenere Fassaden wählen. Diese Woche George Clooney, die andere Harry Styles und wiederum die nächste Woche mit Brad Pitt. Und du wirst draufkommen, dass jeder dem anderen gleicht. Keiner dich aber wirklich geistig befriedigen und erfüllen kann. Nicht denselben emotionalen Stand hat wie du. Kein Gefühl der Trauer, der Neugierde, der Wut oder der wahren Liebe ausdrücken kann. Unangenehme Emotionen des Menschen, die uns aber sympathisch machen und uns zu dem machen, was wir sind. Homo sapiens, Schöpfung Gottes. Doch jetzt, im beginnenden zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts, hat sich der Spieß umgedreht. Wir sind nicht nur mehr Gottes Schöpfung, wir sind Gott. Denn wir erschaffen mit der künstlichen Intelligenz ein perfektes, künstliches Lebewesen. Und vergessen dabei, dass genau jene Perfektion deren größter Defekt ist. Und du wirst auch Zweifel mit deinem Baby bekommen. Hätte ich mich doch eher für den Latino-Typen entscheiden sollen, anstatt des blonden Hünen? Oder besser noch den Astronauten? Oder lieber die Ballerina? Aber das macht ja jetzt nichts mehr, denn dein Baby kam mit Ablaufdatum, aber natürlich auch mit einer garantierten Umtauschfrist von 2 Jahren, sodass du es jederzeit noch umtauschen kannst. Denn da du keine Muttergefühle mehr entwickeln konntest, weil sich ein Android um dein Baby gekümmert hat und du auch niemals schwanger warst, wirst du auch keine Hemmschwelle mehr haben, bald dein Baby gegen ein anderes, vielleicht ein dir in diesem Moment besser erscheinenderes Modell auswechseln zu wollen. Die Werbung der YouTube-KI wird dir vorschlagen, Baby Version 2.5 kommt raus. Noch besser, noch schöner und du wirst natürlich einen Upgrade haben wollen auf das neueste Modell. Ist ja egal, es kümmert sich ohnehin ein Androide darum und physisch anwesenden Vater gibt's ja auch nicht mehr, denn Familie ist dann längst obsolet geworden. Die reinigende und prägende Kraft des Geburtsschmerzes wird dir abgehen, denn nur dieser Schmerz würde dir ein Leben lang in deiner Erinnerung bleiben und dich immer und immer wieder daran erinnern, wie besonders dein eigenes Baby ist. Egal welche menschlichen Mankos es hätte und welche Entbehrungen du dafür aufnehmen musstest. Du wirst deinen alten menschlichen Partner missen, denn du kannst deinen Harry Styles Androiden nicht mehr mit allen deinen menschlichen Sinnen erfassen. Der Schweißgeruch deines letzten menschlichen Partners wird in dir verblasste Erinnerungen aufkommen lassen, wie er mit seinen in ihm enthaltenen Pheromonen deine körperliche Lust erweckt hatte und dein Libido gesteigert hat. Du wirst dich erinnern,
dass der schlechte Atem deines letzten menschlichen Partners dich dennoch durch seine Wärme mit Freude erfüllt hat, als er dir mit zärtlichen Worten in dein Ohr gehaucht wurde. Mit Trauer wirst du dich an seinen feuchten Mund erinnern, der dir bei jedem seiner Küsse dein Herz höher schlagen ließ. Du wirst dich daran erinnern, dass die körperlichen Gebrechen deines Partners dich dazu veranlasst haben, ihm zu helfen. Und du wirst dich daran erinnern, dich dabei gut gefühlt zu haben, gebraucht zu werden, etwas Gutes gemacht zu haben und einen wertvollen Dienst an einen anderen Menschen geleistet zu haben. Und du trotz aller Streitigkeiten mit ihm dich daran zurückerinnerst, wie befriedigend es war, nach einem Kompromiss sich dann doch wieder zu versöhnen und zu vertragen. Der regelmäßige Atem deines Partners wird dir abgehen, wenn du nachts plötzlich nach einem Albtraum aufwachst und beruhigt feststellst, dass du nicht alleine im Bett liegst. Du wirst dich daran erinnern, wie sich der Herzschlag deines Partners anfühlte und pochte und in dir Glücksgefühle auslöste, als du dich mit deinem Ohr an seine Brust geschmiegt hast. All diese Defekte wird dir dein Harry Styles Android nicht mehr bieten können, denn dieser ist perfekt zu 100%. Und du wirst dich wieder nach einem menschlichen Partner zurücksehnen. Aber dann wird es bereits zu spät sein. Jeder Mann hat dann längst seine Ariana Grande und Scarlett Johansson in seinem Schlafzimmer zu Hause. Was könntest du ihm da schon noch Großartiges bieten? Die Maschinen sind dann auch schon so sehr in unseren Alltag integriert, dass sie nicht mehr wegzudenken sind. Denn ein ganzer Wirtschaftszweig wird sich nun rund um Androiden gebildet haben. Ein Zurück lässt Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nicht mehr zu. Und wenn wir das Szenario nur eine einzige Generation weiterspielen und dein von einem Androiden aufgezogenes Designerbaby schließlich alt genug ist, sich selbst zu reproduzieren, so wird es nicht mehr fähig sein, seinen Nachwuchs zu erziehen. Denn es hat niemals gelernt, menschliche Emotionen wie Wut, Freude, Trauer und Schmerz selbst zu verarbeiten. Es wird sich auf emotionaler Ebene nicht mehr viel von einem Androiden unterscheiden. Du glaubst, das würdest du niemals machen und niemals mit dir zulassen? Ja, wer sagt dir denn, dass du überhaupt eine Wahl haben wirst? Frag mal deine Mutter oder deine große Schwester, wie es war, vor nur ein bisschen über 20 Jahren, als noch kein Mensch Internet hatte und kein Mensch ein Handy. Könntest du heute auf dein Handy verzichten? Können ja vielleicht, wenn du charakterstark bist, aber würdest du auch einen Job finden? Freunde, Informationen einholen können? Aus einem Lexikon? What the fuck ist ein Lexikon? Ja, du weißt, das war so ein großes, dickes, schweres Teil, das die Steinzeitmenschen vor 20 Jahren benutzten, um Informationen zu suchen. Da gab's nämlich noch kein Google und kein Wikipedia. Du wirst jetzt vielleicht sagen, das ist ein düsteres Zukunftsszenario, das du niemals miterleben wirst. Das alles geht nie und nimmer so schnell. Aber da irrst du gewaltig. Guck mal einen Film aus dem Jahr 2006. Fast and Furious 3 zum Beispiel. Schau dir mal die lächerlichen Handys an, die diese Menschen benutzten. Wenn du so einem Menschen aus dem Jahr 2006 ein iPhone gezeigt hättest und ihm gesagt hättest, dass in bereits 5 Jahren jeder gottverdammte Trottel auf diesem Planeten so ein Teil haben wird, so hätten sich diese angeschissen und dich für verrückt erklärt. Samuel Huntington, der renommierte Harvard-Professor, sagte bereits vor mehr als 25 Jahren in seinem Werk Der Kampf der Kulturen voraus, dass schon sehr bald nur noch 20% der Weltbevölkerung notwendig sein werden, um die restlichen 80% zu ernähren. Daher wird der Beruf, den du heute wählst, egal ob dies Bürokauffrau, Sachverwalterin, Schreiner oder sogar Arzt und Jurist ist, schon in sehr baldiger Zukunft vollkommen obsolet sein. Wegrationalisiert von Roboter, KI und Maschine. Das bedingungslose Grundeinkommen für jeden Menschen wird sogar in die Verfassung eines jeden Industrielandes aufgenommen werden müssen. Denn sonst gäbe es Anarchie und Revolution. Denn der Großteil der Menschen wird nichts mehr mit ihrer Freizeit anzufangen wissen. Denn sie werden zwangsläufig arbeitslos sein. Was du dann mit deiner Zeit anfangen solltest? Dazu empfehle ich dir mein Video, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Den Link dazu findest du unter diesem Video. Die technischen und gesellschaftspolitischen Änderungen der kommenden nächsten Jahre werden so dermaßen prägend und verändert für uns alle sein, dass die industrielle Revolution dagegen wie ein Kindergartengeburtstag erscheinen wird. Denn die Menschheit steht wegen der Vernetzung und der KI an einer so dermaßen eingreifenden und weltveränderten Weggabelung,
wie es noch niemals in der Menschheitsgeschichte zuvor der Fall war. Jeder, der das bis jetzt noch immer nicht gesehen hat, ist blind mit einem Brett vorm Kopf. Die gesellschaftspolitischen, sozialen und umweltpolitischen Umwälzungen sind so gigantisch, dass sie kein einziger heutiger Politiker mehr handeln wird können. Denn nicht einmal die meisten Akademiker und Intellektuellen begreifen und verstehen heutzutage, was da auf uns zukommt. Das ist jetzt die Rache eines verblödeten, uralten Bildungssystems, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts mit seinen revolutionären Technologien nicht einmal mehr ansatzweise gewachsen ist. Die Akademiker von heute haben nämlich niemals gelernt, A und B miteinander zu kombinieren, zusammenhängend, fächerübergreifend, vorausblickend zu denken oder auch nur 20 Jahre in die Zukunft zu schauen und nur ein klein bisschen über ihren beschränkten akademischen Tellerrand zu gucken. Sie alle leben in ihrer kleinen, arroganten wissenschaftlichen Blase. Egal, ob du nun in Harvard, Heidelberg oder Cambridge studiert hast oder nur eine einfache Mittelschule in Hintertupfing besucht hast. Du, lieber Zuhörer, bist aber dennoch sehr, sehr wichtig. Egal aus welchem Bildungsniveau und sozialer Klasse du stammst. Denn du musst diese Anforderungen bewältigen. Und es wird keinen Unterschied mehr machen, ob du ein einfacher Arbeiter bist oder ein sogenannter Akademiker. Ihr werdet beide gleichgestellt sein. Beide ohne Arbeit und ohne Aufgabe. Wenn du, lieber Zuhörer, zu jenen Personen gehörst, die dieses Video sehen und zwischen 12, 13, 14, 15 Jahre alt bist, so wie die meisten aller YouTube-Zuseher, dann bist du aber dennoch etwas ganz, ganz Besonderes. Weit besonderer als deine Mutter oder dein Vater, weit spezieller als dein Lehrer oder dein Vorgesetzter und weit besonderer als zum Beispiel ich. Denn du wirst zu jener Generation an Menschen gehören, die darüber entscheiden, wie es mit der Menschheit weitergeht. Du wirst der Letzte deiner Art sein. Eine Art, die sich einst Homo sapiens nannte. Wenn du in 10 bis 20 Jahren dein Studium oder Lehre abgeschlossen hast oder du in 30 Jahren in die Politik gehen wirst, dann wirst du es sein, der die Anforderungen dieser Zeit und deren katastrophalen Folgen bereits ausreichend versteht und sie entsprechend mit passenden Gesetzen prägen und formen kannst. Wenn du deine Kinder erziehst, sollte Fortpflanzung dann noch üblich sein oder möglich sein, werden deine Nachkommen bereits vollkommen anders aufwachsen als du, deine Geschwister oder deine Eltern. Deine Generation wird es sein, die die schwersten Kapitalfehler deiner Elterngeneration ausbügelt oder auch ausbadet. Und deine Generation ist wahrscheinlich die letzte, die so leben wird, wie wir es seit Jahrtausenden kennen. Deine Generation wird es sein, die den Umbruch einleitet. Egal wie dieser nun aussieht, positiv oder negativ, du hast die Wahl. Ganz wie im Film Matrix. Wählst du die blaue Pille, so wird alles beim Alten bleiben und du wirst dich deinem vom Narrativ aufgezwängten schrecklichen Schicksal beugen. Wählst du aber die rote Pille, wirst du die Möglichkeit haben, die Welt nachhaltig zu verändern und zu verbessern. Und ja, du machst einen Unterschied. Denn du warst zumindest so intelligent, dir dieses Video bis zum Ende anzusehen. Und dafür danke ich dir recht herzlich. In diesem Sinne, überlege dir gut, was genau du mit deinem Leben anfängst. Und außerdem bitte ich dich, dieses Video möglichst vielen deiner Freunde zu zeigen. Teile es auf sozialen Netzwerken, sodass es viral gehen kann und möglichst viele ihre Lektion daraus ziehen können.